Ich koche heute vor für morgen, dass wir morgen ein leckeres Essen haben. Aber das möchte ich heute nicht alleine machen, sondern ich habe heute Hilfe, das glaubt es gar nicht. Die habt ihr noch nicht gesehen, wahrscheinlich. Juhu! Also, du bist meine klare Anweisungen. Bitte schnipsel das genauso her, wie ich es jetzt da habe. Genau, nimmst du einfach mal die Hälfte. Also für alle, die was nicht wissen, ich habe Kochen durch meinen Mann gelernt, okay? Ich bin jetzt ganz ehrlich. Ganz, danke, dass du das gesagt hast. Ganz ehrlich, jetzt Kochen durch mich gelernt. Und das ist, ich will nicht sagen, wichtig, aber gemeinsam macht es trotzdem ein bisschen mehr Spaß, oder? Voll und vor allem die schnellen, einfachen Rezepte. Plus, ich war einfach zu faul, mir hat es nicht gefreut. Es gibt auch solche Frauen, die hat es nicht gefreut. Ein bisschen feiner Schnipseln, gell? Hey. Nur eine Frage, warum koche ich jetzt, was heißt, warum koche ich jetzt vor? Aber man braucht ja auch ein bisschen einen Plan, oder? Jetzt, nicht jetzt wegen am Wochenende oder unter Wochen, sondern generell, oder? Naja, wir haben schon immer, auch wie Kinder noch klein waren, immer geplant oder beziehungsweise einen Speiseplan für die Wochen, wo wir gesagt haben, am Anfang nicht, aber wir haben dann schon, was kochen wir denn heute, was wollen denn Kinder, was willst denn du, was soll ich denn kochen? Also das heißt nicht, dass ich nicht kochen kann, aber den Feinschliff und wie schnell einfache Rezepte gingen. Und diese Liebe, Lust und Leidenschaft habe ich von dir. Genau. Und stehen wir jetzt stundenlang in der Küche? Oder nee. Nicht? Und das muss ich aber jetzt auch sagen, das gibst ja du in der Community weiter, weil Kochen kann wirklich Spaß machen und kann auch, hätte ich mir nicht geglaubt, entspannend sein. Dann lasse ich mir meine Frau entspannend in der Küche stehen und ich mache jetzt einen Feierabend. Ja, genau. Tschüss!